Mindestens 5000 Migranten aus Marokko haben illegal die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta im Norden des Landes erreicht. Darunter rund 1000 Minderjährige. Das sind so viele wie noch nie an einem Tag. Einige wären geschwommen oder hätten kleine Schlauchboote benutzt, so ein Behördensprecher. Andere wären bei Ebbe auch zu Fuß gegangen oder hätten die Landgrenze überquert. Die Behörden in Ceuta wurden von der Massenflucht völlig überrascht. Sie bringen die Migranten jetzt erst einmal in Auffanglagern unter. Allerdings sind die mittlerweile völlig überfüllt. Die spanische Militärbasis in Ceuta hat logistische Hilfe angeboten und den Schutz der eigenen Einrichtungen verstärkt. Außerdem schickt die Regierung 200 zusätzliche Polizisten in die Exklave. Die marokkanische Polizei soll die Grenzkontrollen faktisch eingestellt haben, berichten spanische Medien unter Berufung auf Augenzeugen. Das spanische Innenministerium betont derweil, beide Länder hätten kürzlich vereinbart, dass jeder, der illegal über den Seeweg nach Ceuta komme, nach Marokko abgeschoben wird. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.